Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin übelst krank, hab Kopfschmerzen vorhin noch gehabt, Hals kratzt, aber ich bin nicht schlecht gelaunt, denn hey, mein Pulli ist angekommen, mein M-T-Shirt ist da, das heißt, der Merch ist endlich vorher da, aber ich möchte euch natürlich noch nicht spoilern, deswegen zeige ich das nur bis hier. Es ist natürlich nur eine Variante, ich habe jetzt die schwarz-weiße genommen, weil ich die einfach übertrieben feier. Also ich mag so Kontraste miteinander. Es gibt aber auch noch andere, die dann normal aussehen, wie, keine Ahnung, Silber, dieses, ihr wisst Bescheid, ihr kennt Pullover. Vorab ist es so, ich bin so mittelgroß und ich kann es auf jeden Fall tragen. Also braucht ihr euch da keine Sorgen machen, die Qualität passt auch. Also Leute, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. Ich nehme wieder nur gute Kommentare raus, weil es gibt zu viel Scheiße unter meinen Videos. Und kann sein, dass ich heute halt nicht so viel cutten kann oder vielleicht auch gar nicht streamen, weil ich muss mich ein bisschen erholen, damit ich halt dann, wenn ich die 1000 Abos habe, richtig durchstarten kann. Und da geht's los. So, der liebe Elstay schreibt, haha, ich feiere dich so hart, hast die 1k mehr als verdient. Du stehst ja schon kurz davor. Ja, Leute, ich freue mich auf mega auf die 1k. Und ja, da wird auf jeden Fall das ein oder andere Special, ein oder andere wisst ihr ja schon. Aber, nein. Okay, der liebe Lino SGE schreibt, hast du ein Haustier und was ist dein Lieblingsfach? Ich habe ein Haustier und zwar ein Kaninchen und ein Hund. Und mein Lieblingsfach ist eindeutig Sport und ja, das ist, glaube ich, fast von jedem das Lieblingsfach, also von vielen. Gibt natürlich wieder andere Leute, die mögen Mathe total gerne, ich mag das überhaupt nicht. Flip schreibt, ich bin im Video, geil. In der Tat. Okay, läuft auf jeden Fall bei dir. Der liebe Tokreis HD schreibt, willst du ein Varo-Projekt machen? Wen würdest du als Teampartner nehmen? Ich habe früher mal bei so einem kleinen Varo-Projekt mitgemacht und ich fand es eigentlich ganz gechillt. Und da würde ich auch aber nicht nochmal mitmachen, weil das mit Uploaden, es hat mir nicht so Spaß gemacht und ich mache halt nur das, wo ich Bock habe. Der liebe Kolak HD schreibt, bist du Schweizer oder Deutscher? Ich bin aus der Deutschen, nein, ich bin aus Deutschland! Alles klar, Digga, fang mal an. Der liebe Justin Hofen schreibt, wenn es intelligente Hunde geben würde, wie einen Aufstand, würdest du der menschlichen Rasse den Rücken kehren? Alles klar. Also MC Kid schreibt, ist er jetzt gekommen, ja oder nein? Guck dir das Video von letztem Mal zu Ende an, ich habe sogar noch erzählt. Also am besten einfach angucken. Der liebe Shuttle 23 schreibt, machst du eigentlich irgendeine Sportart? Ich habe ganz früher, was heißt ganz früher, vor kurzem eigentlich habe ich Tennis gemacht und im Moment fahre ich halt ziemlich viel Eis. Aber nachdem ich mich letztes Mal als Grillen ziemlich heftig abgelegt habe und jetzt einfach jede Krankheit habe, die man haben kann, lege ich da jetzt so eine ganz kleine Pause ein. Aber ich habe natürlich ich denke mal, ich werde morgen schon wieder ganz anders denken. Ich sage das heute, weil es mir nicht so gut ging. Heute habe den ganzen Tag fast nur gepennt. Der liebe FakerTV schreibt, im Stream hast du gesagt, in welcher Stadt du wohnst. Jo, ich habe auch wirklich im Stream gesagt, in welcher Stadt ich wohne, weil ich das auch wirklich nicht mehr im Nachhinein so schlimm fand. Werde es aber jetzt nicht auf YouTube ungefähr so groß anpreisen, weil wozu braucht ihr meine Stadt? Der liebe Rumbleplay schreibt, der Style gefällt mir so. Okay, das freut mich auf jeden Fall ziemlich krass zu hören, wenn dir mein Style gefällt, denn ja, das freut mich. Außerdem nochmal zur Sache, ich habe heute auch ziemlich viele Kommentare unter meinen Videos gelesen, weil immer wenn ich so richtig down bin, sagen wir es mal so wie jetzt heute, lese ich mir immer gerne Kommentare vor, lese ich mir immer gerne Kommentare durch. Macht auf jeden Fall Spaß, also hört auf jeden Fall auch Kommentare zu schreiben. Ich liebe es sozusagen, die Kommentare zu lesen. Ich kann alle beantworten theoretisch, aber heute hatte ich einfach gar keine Zeit oder auch gar keine Lust, weil ihr wisst Bescheid. So, der liebe Flaming Steve schreibt, kannst du mir bitte sagen, was du für Render-Settings hast? Meine Render-Settings werde ich wahrscheinlich in meinem 1000 Abonnenten-Special auch preisgeben, da wird so ein Video, ich spoilere noch nichts. Der liebe Louis schreibt, wir müssen mal was aufnehmen, du Kaki. Alles klar, Digga. Leute, ich kann nicht mit jedem aufnehmen, weil wenn ich mit einem aufnehmen, wollen alle mit mir aufnehmen. Dann sagen die, warum hast du denn mit dem aufgenommen, wenn du nicht mit mir aufnimmst? Aber, ich weiß nicht, wie die Leute das schaffen in meinem die ich so privat kenne, sind teilweise auch schon, kenne ich erst seitdem ich 500 Abonnenten habe oder seitdem ich halt die 800 Abonnenten habe. Und da war es halt auch schon so, dass ziemlich viele mit mir aufnehmen wollten, aber die kamen mir einfach sympathisch vor. Ich habe ein bisschen mit denen geschrieben und so kommt es halt dazu. Deswegen gammelt einfach nicht immer rum und. Aber ist natürlich eine ganz perfekte, ganz gute Frage. Luis, ganz berechtigt. Und ja, wollte das einfach nur mal sagen. Und es geht weiter mit Relix. Welche Webcam benutzt du?
Ich habe keine Webcam, ich habe eine DSLR. Weißt du, was ich jetzt einfach mal mache? Ich mache jetzt ein Foto davon. Oh, ich habe die Innenkamera an. Nice. So. Und so sieht die aus. Toll, oder? Wenn ihr es überhaupt gesehen habt. Pfika schreibt, das RP, mit dem du spielst, ist nicht aus der Beschreibung. Das ist richtig. Boah, ich darf nicht so viel spoilern. Das ist richtig, aber es ist halt so, dass das RP halt mein eigenes RP ist und eigentlich habe ich das früher fast in jedem Video benutzt. Und ja, ich werde auch nochmal irgendwann mal das auffrischen und jedes Mal mir die Mühe machen, das zu machen. Jo, der letzte Kommentar kommt von niemand. Der schreibt nämlich Glückwunsch an die 900 Subs. Leute, es ist so krank. Ich habe jetzt schon fast wieder die 1000 Abonnenten. What the fuck, Alter? Es wäre auf jeden Fall krass, wenn wir das noch in dieser Woche schaffen würden, weil ich habe einfach im Moment so viele Ideen. Ist halt ein bisschen scheiße, dass ich jetzt krank bin, aber das wird auch wieder vorübergehen. Leute, das war's von dieser letzten Folge, von dieser Folge Community Time. Wenn euch gefallen hat, obwohl ich krank bin und was weiß ich, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Schreibt Kommentare, haut rein, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.